Okay, es ist mal wieder Siedlerzeit und zwar eine ganz besondere Siedlerzeit, nämlich die Zeit des dunklen Volkes. Wir probieren heute eine kommende Karte aus mit ein paar neuen DV-Features, darunter. Wobei es ist noch nicht richtig, es ist nicht richtig neu, es ging theoretisch auch schon vorher, aber mit meiner Kopter-Kontrolle. Ein bisschen umständlich, aber das liegt halt leider in der Natur der Sache. Wir lassen mal die Einstellungen so, wie sie sind. Sind wir auf normal? Ja, normal ist gut. Die Kartenliste ist viel zu lang. So, bababab. Holzfällergüte waren die dunklen Gärtner, Steinmetz waren Schamanen, Sägewerker und Schwertkämpfer. Die produzieren jetzt praktisch durchgehend. Dadurch braucht man halt nicht mehr, wie bei Dark Mirror damals, mehrere Gebäude. Aber hier das. Die Beschreibung geht noch weiter. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es am HD-Patch liegt oder daran, dass die Beschreibung einfach so lang ist. Tipps sind auch nicht vollständig lesbar. Da muss man vielleicht mal irgendwie, am besten vielleicht mal ein bisschen zusammenkürzen. Aber der Anfang ist ganz cool. Quasi mit so einer kleinen Zwischensequenz. So, drei Schamanen und die müssen jetzt einmal kurz. Ich habe einmal ganz kurz angetestet, deswegen weiß ich das hier schon. Ich habe auch mal eine alte Version der Karte gespielt, aber ich weiß nicht, was sich alles geändert hat seitdem. Seitdem, so rum. Und da haben wir einen dunklen Tempel. So, machen wir mal sechs Gärtner und den Rest investieren wir einfach mal in Pilze haben, die KI wohl offenbar auch angreifen kann. So, 30 pro Gärtner. Das heißt, den Rest schicken wir mal dahin. So, den Rest kriege ich gerade nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, Weingut war, dass der Banakopter seine Sachen aufnimmt und fallen lässt. Ich weiß nicht mehr, was die Schafzucht war. Die war auch irgendwas. Beziehungsweise hier gab es irgendwie. Es gab irgendwie noch Waypoints. Denn sonst macht man den Rest der Steuerung über die Zielobjekte. Also die ersten vier, die zweiten vier und die dritten vier bilden halt also ein Steuerkreuz sozusagen mit unterschiedlicher Reichweite. Hey Creative, kannst du mal kurz sagen, was passiert, wenn der Banakopter zerstört wird? Kriege ich dann einen neuen? Weil Starttruppen habe ich ja jetzt noch nicht. Die KI kann keine Manakopter angreifen. Gar nicht? Okay, dann. Nee, warte, das ist die falsche Richtung. Das war rechts, oder? Genau, wir wollen aber. Wir wollen nach oben. Okay, ja, hier. Gibt es hier irgendwo einen Ort? KI kann das halt echt nicht. Okay, okay. Ich möchte ein kleines Stück zur Seite. Ist das Absicht, dass hier so viele Gegner-Siedler stehen, dass die sogar schon streiken? Weil das hier wirkt so, als wäre es so gemacht, dass man es finden muss. Sag mir bitte, dass es einen Waypoint gibt, der direkt am dunklen Tempel ist.
Bist du gegen die KI oder ein Spieler? Nee, das ist gegen KI. Es gibt, so viel ich weiß, bis jetzt noch keine DV-Karte, die im Multiplayer spielbar ist. So, sind die Einheiten jetzt geheilt? Ja, sind sie. Ich wollte schon sagen, die Einheiten werden wahrscheinlich gelöscht und neu gespawnt dann. So, aber es bringt wahrscheinlich noch nichts, mehr Siedler zu raiden, als da sind, oder? Also, als wir... Nein. Als wir Farmen haben. Als technische von der Map kann man auch Multiplayer. Also, ja, wobei das ist, glaube ich, KI-technisch ein bisschen schwierig. Beziehungsweise gerade auch wegen der Skripte. Ich glaube, die ganzen Bauskripte sind durch synchronisationstechnisch ein bisschen herausfordernder. Geh mal bitte ein Stück weiter, dankeschön. So. Ja, nicht so weit. Ich muss jetzt gerade an Into the Spider-Verse denken. Stell dich dumm. Aber nicht so dumm. Komm, park mal hier bei der Nahrungsproduktion. Hier muss das eigentlich ganz gut funktionieren. So, theoretisch sind die ja unverwundbar, solange die... Wobei, warte. Theoretisch sind die ja in dem Manacopter dann unverwundbar. Wenn die Einheiten immer neu gespawnt werden, dann kann ich ja darüber auch ihr Mana rechargen, oder? Müsste doch gehen. Solange sie nicht sterben. Wir kriegen schon mal ein bisschen Kampfkraft. Ganz dezenter Exploit, den ich da gefunden habe. Wenn wir es jetzt noch schaffen, dass die Kamera dauerhaft auf meiner Kopf dann fixiert bleibt, wäre das super. So, theoretisch müssten ja schon schon mal die ersten Upgrades für die Farm haben, dass die jetzt 7 pro Kugel gibt, oder? Ja. Dafür haben wir bereits genug Sklaven. Ja, deswegen. Also deswegen müssen wir jetzt eigentlich eher warten. Also ich finde, solche Maps brauchen eigentlich, aber es ist halt sau viel Aufwand, irgendwie noch so ein Ingame-Tutorial, wofür so die ersten Startgebäude und Soldaten, dass du dem Spieler darüber aber halt irgendwie auch Ingame einmal zeigst, wie die Gebäude funktionieren und so. Wobei man halt hier mit der Dauerrekrutierung dann halt gucken muss, dass das nicht schief geht. Also dass es nicht entweder in einen Exploit mündet, weil du das Mana erstattet kriegst, oder halt, dass du zu viel Mana verbrauchst und dann nicht mehr alle Anweisungen erfüllen kannst. Ich habe das Zeug nämlich bereits einmal erreicht. Was soll ich denn noch alles reinquetschen? Ja, kann ich doch nichts für. Ich meine, ich habe mir das Skript auch nicht angesehen. Ich weiß nicht, ob da noch Optimierungsmöglichkeiten bestehen. Hi, die Austria, willkommen zum Stream. Ich meine, ich kann mir das Skript theoretisch auch danach nochmal angucken. Das ist die Welt von Creative, genau. Ich glaube, jetzt könnte es sich schon lohnen. Moment.
Wir kriegen es wahrscheinlich nicht hin, dass das Minifenster, das erkennt wahrscheinlich nicht den Manacopter als Ziel, ne? Weil man kann das Minifenster ja auch auf einen Siedler fixieren. Wir brauchen, glaube ich, einen anderen Ort zum Raiden. Liegen wir mal ein bisschen rum. Hier zum Beispiel. Ein bisschen. Da sind die Kasernen, das ist vielleicht nicht so gut. Es sind offiziell nur die Mayas als Gegner, aber es sind halt auch noch Spezialeinheiten von den anderen Völkern anwesend. Was ist denn Brauprozess des Tempels? Ja, weil. Also, ist es cool? Aber auch auf der anderen Seite ist es ja nicht wirklich eine Entscheidung, die du triffst. Ah, hallo. Okay, lande einfach. Ich nehme an, er schwebt jetzt einfach über dem Boden. Falsche Richtung. Ja, die Spielerfarben habe ich jetzt nicht mehr geändert, to be honest. Mori 91, ist das richtig? Willkommen zum Stream. So, all die schönen Tempeldiener hier. Das auch in-game noch machen. Ja, stimmt. Nein, wo läufst du denn hin? Wo läufst du denn hin? Ja. Danke, Spiel. Sag mir bitte, dass du den dunklen Tempel als Waypoint einprogrammiert hast. Okay, welcher Waypoint ist das? Schafzucht, okay. Nee, in diesem Stream werde ich keine solchen Belohnungen einlösen können. Und um einer Punktpreisspirale vorzubeugen, werde ich halt auch da nichts mehr erstatten. So, wenn wir jetzt theoretisch hier campen und immer wieder den Tempeldiener mitnehmen, müsste ja immer jemand Neues kommen. Okay, 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 ist gut, wir haben's. Und den holen wir uns noch. Den auch und den. Und dann war's das auch schon wieder. Das ist mein Demi-Bonus, ich brauche mir nur so. Tja. So, wie viel gibt's denn jetzt inzwischen pro Kugel? Da wäre vielleicht so ein Feedback irgendwie gut. Das kann man ja auch mit. Das habe ich halt bei mir damals in Dark Mirror nicht gemacht. Weil ich es noch nicht wusste, dass es geht. Aber du kannst ja auch eine Variable in die Debug-Message reinpacken.
falsche Richtung. Das ging natürlich auch. Ist hier irgendwo... Hier ist nicht so viel verteidigt, aber hier ist dafür auch nicht wirklich was zu holen. Was passiert, wenn der Manacopter ans Ende der Welt stößt? Das ist so verlockend gerade, was da ist. Oh, da am Rand, da am Rand. Das geht total gut. So, und jetzt bitte ein paar Meter nach rechts. Das ist ja wie beim Einparken. Jetzt die Location hier saven, das wäre voll gut. Du hast den OP-Spot gefunden. Ja. Den werden wir auch brauchen. Wir haben noch keinen einzigen Soldaten. Hydrieren. Moment, ich muss mein Wasser holen. Sage ich und stelle fest, dass mein Wasser neben mir links steht, statt so wie sonst rechts. Auch schon Soldaten bei dem Depot Pacifist Run. Ja, true. So, wir holen mal ein paar... Ja, stimmt, die sind ja so teuer. Die kosten ja jetzt 15. Komm, wir holen noch mal ein paar Shit, das werde ich nicht machen dürfen. Ich hätte vielleicht vorher schauen müssen, ob da etwas ist. Hast du nicht gesagt, die... Nee, die Schafzucht war es, nicht die Getreidefarm. So rum. Was kosten die Schamanen? Wahrscheinlich zu viel, ne? Aber zumindest den einen benötigen wir wieder. Okay, da ist der Manacopter. Okay, ist der jetzt dauerhaft? Oh, weg damit. Sind es auch irgendwelche anderen Landmarks, von denen ich wissen sollte? Falsche Richtung. Es ist halt ein bisschen uncool, wenn du jedes Mal darüber springen musst, um das Gebäude zu bauen und dadurch den dann nicht im Automatikmodus kannst fliegen lassen. Bäh. Ja, das jetzt ist jetzt zum Beispiel uncool. Wir wollen
Gott verdammt. Komm, flieg ruhig ein Stück weiter raus. Das ist fast perfekt vom Ort her. Was macht er, wenn er versucht, wenn er versucht, seine Leute über Meer abzusetzen? Ja, aber für lange Strecken, ganz ehrlich, für lange Strecken musst du den unendlichen Flug nehmen. So, ein paar Arbeitskräfte anwerben mal schnell. Und da ist direkt der nächste. Ach, direkt sogar. Ah, wir haben jetzt einige Schamanen hier. Der hat munter weiter produziert. Ah, jetzt muss ich eigentlich hingehen. Okay, komm einmal zurück. So, wie viel gibt im Moment eine Kugel? 9 immer noch. Welcher Schwierigkeit spielst du normal? Jetzt schon 9 statt 6. Ja, komm, also es ist nicht so, als wäre jetzt so viel Krasses passiert. Ich habe halt nichts an Soldaten. Wenn jetzt was kommt, habe ich verloren. So, werben wir noch ein paar Leute an. Natürlich wäre es praktisch gewesen, wenn ich einfach ein paar Dings mitgenommen hätte, einen Gärtner, der mir schon ein bisschen das Land einschwärzt. Eine Bewertung von der Map. Finde ich schwierig. Weil es gibt halt nicht so viele Arten von dieser Art. Und ich weiß, was das für krasse Sachen es gibt. Da kannst du voll Gärtner. Och, geht das nicht? Keine Gärtner? Schade. Oh, jetzt sind wir sogar schon bei 11 Mana. Na gut, wie gesagt, jetzt müsste das sowieso snowballen.
Da, ich meine, gut, geerdete Manakopter sind ja auch unnötig, weil der Manakopter selber ja schon die auflädt. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Ja. Soll ich jetzt schon angegriffen werden nach 50 Minuten? Weil ich finde, ich fange gerade erst an zu snowballen. Oh, hallo. Wer kommt denn da? Aber es ist natürlich cool, dass mal Gärtner zu sehen sind. Gibt es hier noch ein paar dunkle Gärtner, die übrig sind, die das hier wieder einschwärzen können? Na ja, gut, die Angriffstimings muss ich immer noch bedenken, dass ja auch noch Reisezeit drin ist für die Einheiten, ne? Ich finde das Problem bei so Angriffen ist zum Beispiel jetzt auch, das hast du jetzt nur gesehen, weil du halt trotz Fog of War noch sehen kannst, dass sich das Land verändert. Aber dem dunklen Volk fehlen halt leider. Selbst mit Mods bisher immer noch gute Möglichkeiten, das Land halt in seinem Sichtfeld zu behalten. Weil, ne, es sind ja nur die hier, die Siedler, sind das Einzige, was Sicht erzeugt. Der dunkle Tempel und die Farmen erzeugen ja alle keine Vision. Und das ist ja, das finde ich auch so komisch. Irgendwo muss das festgeschrieben sein, dass die ganzen zivilen Gebäude keine Vision erzeugen, weil das kannst du nicht. Also es gibt die Variable in der Building-Info, aber du kannst es nicht ändern. Und da kommt mehr Zeug. Shit. Auf der Map hat der Tempel immer Licht. Ja, aber das liegt ja nicht an dem Tempel. Das liegt ja daran, dass du die Koordinate vom Tempel wahrscheinlich irgendwo eingetragen hast, dass da immer der Orakelzauber gemacht wird. Aber was, wenn du diese Infofunktion machen willst, mit hier gucken, wie viele Dinger es noch gibt, wie viele Mana es pro Kugel gibt, das wäre vielleicht für so ein Infogebäude ganz gut. Wie viele Pilzfarmen hast du? Wie viele Sklaven könntest du haben? Wie viele Sklaven hast du? Dass du da ein bisschen, dass du nicht einzeln zählen musst, weil ich werde jetzt wahrscheinlich viel zu viele Sklaven schon wieder nehmen. Ich würde behaupten, das wäre sinnig. So 29 Soldaten mit. Gut, die können sind auf Level 2 Niveau so ziemlich. Was alles Stats anzeigt, das wäre relativ einfach. Ja, eben. Der muss ja einfach nur ein paar Abfragen durchführen. Oh, da sind sogar ein paar Medics dabei. Sind TV-Filzer auf Strandplätze platzierbar? Ja, klar. Vielleicht sollte eine unangenehme Chat-Nachricht kommen. Was? Warum? Shit, was ist denn hier?
So, jetzt ist aber der Medic noch die ganze Zeit da, ne? Jetzt müssen wir das ein bisschen umplatzieren. Das Problem mit so Karten generell ist halt, du hast nicht so viele... okay. Okay, du kannst Gärtner nicht mit Waypoints schicken. Dann glitschen sie fest. Das wusste ich auch noch nicht. Eine Minute 60. So viele Priester in der Nähe des Tempels werden ihn sofort zerstören. Uff. KI kann den Tempeltrick. Kriegen wir das hin, den ein bisschen besser zu positionieren? Pass auf, dann machen wir noch mal ein paar Bogenschützen. Da kommt aber das Problem wieder auf mit... okay, wir kriegen jetzt 12 pro Kugel. Da kommt so ein bisschen das Problem auf Vision. Wie gesagt, wenn ich die Gegner halt vorher nicht sehen kann, kann ich auch meine Truppen nicht positionieren. Da, zum Beispiel das habe ich jetzt auch nur zufällig gesehen. Zerstören Sie auch Pilzfarmen mit dem Priester? Dann keine Pilze haben. Okay, dann werden wir das jetzt auch abusen. So, erstmal die Produktion bitte kurz einstellen. Heilung für Soldaten ist nicht drin, denke ich mal. Auch mehr Sklaven. Heilung gibt es nur in meiner Kopter. Pass auf, weil dann... müssen wir gucken, dass die nächsten Sklaven halt möglichst da Vision geben, wo die Gegner durchkommen. Hier unten sind sieht nach Minen aus. Da dürfte eigentlich auch immer was los sein. Ach nee, hier ist das One Piece. Hier ist der Totenkopf. Wo hat er denn seine Minen, verdammt? Okay, pass auf, wir machen Kamikaze-Modus. Mit den nächsten, also sobald wir die Pilzfarmen da haben, wo wir sie haben wollen.
Das ist das ja die Building-Animation durch die, vom, die, von der. Vom, ganz ehrlich, die siehst du so selten, das ist so egal. So, möglichst auch noch ein paar Pilzfarmen, die ich nicht groß babysitten muss. So, wie viel gibt's jetzt? Immer noch 12? Ja, 12 pro Farm, pro Kugel. Das heißt, 5 Kugeln bezahlen jetzt einfach schon eine Farm. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, wir können wieder auf Produktion gehen. Ich denke mal, die versuchen dann zum Dings zu kommen. Zum Tempel. Haben die Priester bei sich? Das ist die wichtige Frage. Hier ist ja keiner mehr dabei. Ja, die sind natürlich schlau, die stellen sich natürlich genau dahin, wo der Manakopter landet. Die Spezialeinheiten von den anderen Völkern, sind die begrenzt oder spawnen die nach? Komm, versuch mal, ob die mir jetzt hierhin folgen. Ja, tun sie. Wie hoch ist die Reichweite von dem Anacopter, von dem Teleport, dass der die sich krallt? Das war alles so lange nach, bis du gewonnen hast. Ja, super. Okay, jetzt sind wir auf 13 Mana pro Kugel.
So, pass auf, wir brauchen auf jeden Fall ein paar, die das Land für uns hier wieder zurückfordern. Dann gehen wir wieder auf Bogenschützen. Mal gerade gucken. Sieht man gerade hier die... Nee, ich habe die DV-Werte nicht drin. Also wie viel die geben. Sonst könnte ich dir jetzt die KK-Ticks auch sagen. So, stellen wir die Produktion einmal kurz ein. Beziehungsweise wir brauchen wieder mehr Gärtner. Sie vor die KI in der Trojaner-Mission wäre sie jetzt geskriptet gewesen. Vom dunklen Volk oder vom von den Verbündeten? Könnte ein kleines Remake machen. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ich hatte so ein paar Mal schon überlegt. Ich wollte gerne mal ein Video zu, das war mir dann am Ende irgendwann doch zu viel Aufwand, mit einer Trading Mechanic machen, was ja auch geht mit Warrior's Lib. Die hätte ich dann wahrscheinlich am Beispiel von Sarg 12 demonstriert, wo du ja die beiden Verbündeten hast, die nichts tun. Okay, warum kommen hier jetzt nur ein paar einsame Axtkämpfer hier lang? Passt auf, ihr patrouilliert bitte hier mal in der Gegend. Danach müssen wir uns mal wieder um Sklaven kümmern. So, ich mach mal 100 auf jede Seite. Ja, ich sag mal so, Creative, das ist auch die Art Entwicklung, zu der kann man Siedler-Content machen. Da bin ich ja so ein bisschen out. Aber ich glaube, das mit der Trade-Mechanik, da muss ich mich, glaube ich, vielleicht doch nochmal dran setzen. Weil ich glaube, vielen ist das auch gar nicht klar, erstmal, dass es Warrior's Lib überhaupt gibt. Aber vor allem, dass sie halt damit nicht nur Truppenbewegung, sondern auch halt KI-Handel einigermaßen lösen können.
Oh, wer kommt denn da? Okay, aber die kommen alle so langsam rein, dass die einfach weggesnackt werden. So, wir haben die Leute, die wir haben wollten. Da kommen sie auch nochmal. Die entspannte Zeit ist vorbei. Ja, bei Erbe der Könige gab es ja keine KI, das stimmt. Hier. Tötet die. Wie viele Priester müssen es sein? Ich sehe gar nicht so viele Priester, ehrlich gesagt. Aber die laufen hier gerade schön in die Flammen, das soll mir recht sein. Aber man hört sogar mal die Musik, die ich mal irgendwann gemacht habe. Ich habe irgendwann einfach mal die Trojaner-Kampfmusik durch Audacity gejagt und einfach tiefer gepitcht. Da hört man es auch raus. Alter, aber die kann mich ja nicht jetzt hier konstant besetzt halten. Das geht nicht. Also, Verteidigung fehlt halt dem dunklen Volk komplett. Vierzehn Priestern, shit. Ich kann die Soldatenproduktion aber auch so auch gar nicht aufrechterhalten. Kannst du die Musik bitte hochladen? Die ist nicht wirklich special. Heiko Rottmann ist noch im Geschäft. So ist es nicht. Wir brauchen unbedingt mehr Mana-Produktion, aber ich kann nicht die Soldatenproduktion einstellen. Ja, das ist jetzt gerade auch mal wirklich, das ist halt die Art Schwierigkeit, mit der sich das dunkle Volk befassen muss. Aber irgendwie Custom Waypoints, dass du halt deine aktuelle Position von meiner Copter speichern kannst und den wieder dahin schicken kannst ohne Probleme, das ist, finde ich, nötig. Also gerade wenn du willst, dass der Spieler nach solchen Spots wie dem hier suchen soll. Wollen wir können das hier doch jetzt eigentlich ein Stück nach oben verlegen, oder?
Ah ja, fast. Aber jetzt fliegt der irgendwie total komisch. Jetzt fliegt er hier durch, das ist auch nicht so cool. Ich habe das Gefühl, 200 Soldaten gerade waren schon eigentlich zu wenig. Wenn du mir neue War-Saves kaufen kannst. Ich meine, es gibt ja doch von Waffen Mario doch dieses eine Plugin. Ansonsten, ich kann mir das Skript später gerne nochmal angucken. Ob mir da irgendwas ins Auge springt, was nicht, vielleicht nicht über ein War-Save gelöst werden muss. Ah, jetzt sind hier schon. Also. Das, was das dunkle Volk halt echt das Problem hat, ist alles, was sich ein bisschen vom dunklen Tempel entfernt. Also irgendeine Mechanik muss, finde ich, sein, dass du auch dein Land ein bisschen verteidigen kannst. Meinst du, ich weiß, wie das mit dem Plugin geht? Wie laut sind eigentlich meine Sounds eingestellt? Das Ding ist, die Hälfte der Sounds spielt ja auch gar nicht, wenn man das Spiel nicht total laut einstellt. So, wir gehen mal auf 300 Soldaten hoch. In der Hoffnung, dass das hilft. Können normale Soldaten... Okay, normale Soldaten können Waypoints folgen. Ich überlege aber gerade echt, wie man es lösen kann, dass man ein bisschen was an Verteidigungsmöglichkeiten hat. Ich meine, eine Möglichkeit, dass man irgendwie so eine kleine Flammenbarriere irgendwo erzeugen kann, was einen vielleicht kontinuierlich Mana kostet, aber das ist halt auch mega kack zu lösen. Das oder halt irgendwie Zauber. Aber... Die offensichtliche Wahl dafür wäre das Zielobjekte-Menü, das ist ja schon verplant. Es ist nicht das Ding, wenn du folgst, dass es nur Soldaten zur Grenzsicherung hat. Ja gut, das dunkle Volk ist aber normalerweise auch nicht dafür gemacht, dass du es als Spieler spielst. Und hier ist es gesagt, mit der Wartung, du hast ja noch nicht mal Vision bei seinen Sachen. Das ist ja schon schwierig genug. Ja, Leute, komm. Ich glaube, das kann ich vergessen. Aber ich konnte jetzt auch die letzten 30 Ingame-Minuten nicht wirklich Fortschritt machen. Ich habe die ganze Zeit Soldaten gepusht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss. Aber hier sind keine Dinger dabei. Hier sind keine Priester.
wirklich Möglichkeiten, der KI zu schaden, habe ich auch nicht, weil die Priester, die Soldaten, die Siedler, die da rumstehen, stören halt auch keinen. Ja klar, du musst die Soldatenproduktion halt maximieren irgendwie. Aber du kannst halt immer nur eins machen. Vision ist halt auch so eine Sache, weil die einzige wirklich gute Möglichkeit, das zu lösen, ist, ist der Orakelzauber. Da engen sie mich schon wieder ein. Also du musst hier auch die Pilzfarm. Also ich meine, es ist ja auch gut, dass du die mal einigermaßen optimiert setzen musst. Aber halt, wie gesagt, große Landstriche zu verteidigen, also dafür hätte das dunkle Volk halt auch als Spielervolk irgendwann irgendeine Mechanik gebraucht. Mal beschwerst du dich, dass das dunkle Volk OP ist wegen dem Schneeballeffekt und jetzt beschwerst du dich, weil das dunkle Volk befördert. Es ist halt auch ziemlich binär. Also entweder ist es halt zu viel oder es ist zu wenig. Dazwischen gibt es im Grunde genommen nicht viel. Wobei ich das hier noch durchaus für schaffbar halte, aber ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, wie ich hier noch viel optimieren könnte. Also außer halt, wenn du die Attack-Timings halt sowieso weißt und dann weißt, okay, ich werde jetzt 20 Minuten in Ruhe lassen, ich brauche jetzt keine Soldaten zu produzieren. Sondern gehe erstmal voll auf Pilzfarm und guck, dass ich gleich meine Sklaven hole. Was ja auch noch lustig wird, weil die auch alle bewacht werden. So, ich glaube, das wird jetzt ein Kamikaze-Angriff. Also, wie gesagt, irgendwie, dass ich gleich den wieder da hinschicken kann, das ist nötig. Also sind das hier alles Koordinaten, alle sechs? Huch. Ah, das wollte ich nicht. Die sechs Dinger sind alle Koordinaten. Dann wollen wir doch gleich mal schauen, wo die hinführen, oder? Das sind ja auch Sachen, die müsste man mal für ein Video wissen. Wie viele durften auf einen Manakopter? Man muss auch aufpassen, dass man sich immer einen Ort behält, wo man seine Sachen platzieren kann. Okay, die stehen jetzt einfach da. Es ist halt so. So, dann gucken wir doch mal, wo führt uns die Mühle hin? Ja, was du ja theoretisch machen könntest, aber dazu musst du halt... Das Problem ist, das funktioniert ja nur mit dunklem Land, weil du musst ein Gebäude da setzen können. Aber du könntest theoretisch sagen, nimmst irgendwie hier Mühle, Metzgerei, Jäger
Und wenn du die irgendwo setzt, dann werden halt die Koordinaten gespeichert und mit dem anderen Gebäude in der Reihe, also mit der Bäckerei, der Fischhütte und dem Wasserwerk, fliegt der Manakopter dann halt dahin. So, pass auf. Jetzt haben wir ja gerade viel Mana, das heißt, der Tempel kann durchproduzieren. Okay, der Ort ist kacke. Gibt keine maximale Anzahl von Radius, okay. Ja, auch für die Info wäre auch zum Beispiel gut, welche Soldaten sind gerade im Manakopter. Bra, was ist das? Nimm die Dinger weg. So, was haben wir hier? Hätte ich jetzt ein paar Schwertkämpfer mitgenommen, wäre das total gut, weil dann hätte ich die Türme wegmachen können und dann sollten da keine Soldaten mehr hin patrouillieren. Aber dann gibt es nur 3 Waypoints. Aber wenn die Nutzer definiert sind, ist das potenziell schon genug. Das Problem ist halt wirklich, du musst dieses Gebiet schon mal eingeschwärzt haben, dass du da ein Gebäude setzen kannst. Aber dann kannst du ein Gebiet auch sozusagen erobern. So, da haben wir ein paar Sklaven. Aber ich glaube, darf auch halt einfach gucken. Man muss gucken, dass man nicht in Panik verfällt, wenn man halt die ganzen Soldaten sieht. Wenn halt wirklich so viele Priester erst da stehen müssen. Dann müssen sich halt ja schon 4 von diesen Gruppen da sammeln. Und wenn sie keine Priester haben, ist es halt auch komplett irrelevant. Aber jetzt kommen hier doch mal ordentlich Sachen rein, das ist schon mal gut. Genau, Soldaten sind erstmal nicht schlimm. Das ist halt etwas, wo man sich ein bisschen umgewöhnen muss. Jetzt kommen, sind da schon wieder die Gärtner. Bits, gibt nicht alles auf einmal aus. Ja, wofür soll ich das denn ausgeben? Ah, shit. Uti, danke fürs Prime-Abo. Okay, pass auf. Wir benötigen ein paar Schwertkämpfer. Und wir brauchen ein paar Schamanen. Und dann fangen wir mal an, die Türme zu zerstören. Dass die da nicht mehr langlaufen wollen. Vor allem, wenn du sagst, es gibt keinen. Du sagst, es gibt keinen Radius. Dann ist ja die Mana-Produktion eigentlich ein guter Ort. Aber wir checken auch einfach mal, wo es noch so ist. Du wirst jetzt alle 15 Minuten von allen Seiten zugespammt. Oh je. Da bin ich ja mal gespannt. So, wie viele gehen da jetzt rein? Genug. Dann flieg mal dahin, wo die Metzgerei uns hinführt. Also aus so einer Map müsste man eigentlich echt ein Grundgerüst stricken, dass du halt nur so ein paar Sachen ändern musst für eine neue Map, wo halt du irgendwie Koordinaten und so änderst. Das wäre eigentlich nötig, damit es
viele Karten dieser Art geben kann. Aber ich glaube, erstmal muss ich halt echt ein Grundgerüst auch etablieren. Auf dem halt dann Mapper aufbauen können. Hydrieren, ja, das ist eine gute Idee. So, was haben wir hier? Okay, der ist uncool platziert. Also wie gesagt, wenn du Orte vorgibst, dann müssen das schon irgendwie Points of Interest sein. Ja, das ist auch irgendwo in der Pampa. Angepasste Siedler 5 Musik. Nee, die ist nicht mal angepasst, aber das ist die von den Avalons Levels. Das ist auch ein Scheißort. Wir probieren mal. Nee, das müssen Custom-Koordinaten sein. Irgendwie musst du das hinkriegen. Dann fliegen wir mal darüber. Wenn wir die Türme zerstören können, dann sollte das eigentlich gut sein, um regelmäßig Siedler anzugreifen, weil die brauchen ja kein Werkzeug und dann laufen ja immer wieder Siedler hin, um halt die entführt wurden, zu ersetzen. So, ich glaube aber, wir können doch jetzt erstmal auf Produktion gehen, weil wir haben so viel Mana angespart. Und wir haben auch erstmal genug Pilzfarmen gebaut, die halt jetzt alle erstmal neue Sklaven brauchen. Aber nee, beziehungsweise du brauchst. Ist halt die Frage, wie du es machen willst mit den Custom Waypoints. Willst du sagen, dass die KI. Also, dass der sich die aktuelle Position von Mana Copter nehmen soll? Das wäre ohne, dass du den Ort halt mit dunklem Land einschwärzen musst. Oder willst du halt, dass der die Koordinaten von dem Bau nimmt? Hallo, Mana Copter, wo bist du hin? Ich sehe dich nicht mehr. Ich glaube, wir haben ein bisschen den. Hä? Wo fliegst du hin? Das ist nicht die Anweisung, die ich gegeben habe. Oh shit, du hast es kaputt gemacht. Was soll das heißen? Ich hab's kaputt gemacht. Das sieht nicht gut aus. Jo. Wir müssen einmal das Game neu starten. Aber zum Glück dürfte es ja ein Autosave geben. Du hast einen Overflow erzeugt. Das ist nicht gut. Okay, wir haben 3 Minuten Progress verloren. Das ist ja noch verkraftbar. Vorausgesetzt, das Spiel sagt jetzt nicht, oh, du darfst aber nicht neu laden. So, pass auf, wir fliegen nach links. Das noch schnell fixen können. Aber ja, wie denn?
So, wir wollen ein Stück nach links. Nicht ganz so weit. Also die Schritte sind ein bisschen klein von dem mittleren. Dafür ist die Differenz zu groß. So, ihr geht dahin und hier gehen welche hin. Und ganz ehrlich, die Soldaten da unten, die können einfach chillen. So, pass auf. 50 von denen sind jetzt hier. Das heißt, die können ja mal kurz versuchen, die Türme hier einzureißen. Die sind ja auch etwa äquivalent mit Level 2 Schwertkämpfer von den normalen Völkern, einfach weil sie so schnell angreifen. Fun Fact: Die DV-Schwertkämpfer haben die schnellste Angriffsgeschwindigkeit von allen Einheiten mit etwa 45 Frames bzw. 11 Ticks. So, und jetzt dürften hier keine Gegner mehr hinpatrouillieren. Nee, Sabos funktionieren bei Pilzmarm nicht. So, 118%. Jetzt sind wir im Business. Ist jetzt halt uncool, dass unsere Dudes hier so ungeschützt sind, aber sei es drum. So, und jetzt können wir den einigermaßen konstanten Siedler abziehen. Aber wir müssen noch ein Stück nach oben. Jetzt habe ich das Gefühl, okay, ich glaube, ich habe langsam raus, wie es funktionieren soll. Also wie man die Karte einigermaßen spielt. Okay, wir benötigen nochmal einen kleinen Sprung nach rechts, weil ich glaube, das ist nicht so gut, wenn der Manokopter auf dem Dings steht. So. Aber jetzt sind wir schon bei 120% KK. Das hilft uns ja auch schon mal weiter. Können wir noch irgendwo einen Turm zerstören vielleicht? Aber jetzt geht's halt mit dem Mana auch, finde ich, sehr schnell. So, cleart das mal. Aber gut, wenn man halt die ganzen Zeiten weiß. Also ich finde, die Zeiten müsste man vielleicht noch ein bisschen besser kommunizieren. Dass du halt weißt, okay, du kannst dich die ersten 40 Minuten vielleicht komplett darauf konzentrieren, dass du dein Snowball machst.
Dann halt das Infogebäude, dass man weiß, ob es sich überhaupt lohnt, gerade Sklaven zu holen. Können wir nicht einfach Stück für Stück die Siedler einsammeln? Ja, wobei die KI halt hier extrem viele Siedler hat. Aber das ist ja das, was ich hier so ein bisschen mache jetzt. Dass die KI nicht diese Spionmechanik bei Schamanen haben. Stimmt, erstaunlicherweise nicht. Das ist eigentlich tatsächlich total komisch, weil man würde meinen, gerade bei denen sollte die KI halt automatisiert reagieren. So, aber ich glaube, jetzt krallen wir uns einfach mal hier das ganze Zeug. Einfach 600 Soldaten. Wie sieht es bei der KI aus? FPS ist gerade... Gut, ich glaube, so viel DV-Action soll normalerweise auch einfach nicht sein. So, und dann produziert ihr wieder weiter. Und dann holen wir uns mit den ganzen Gärtnern mal das Gebiet hier. Wenn die KI zu wenig Arbeiter hat, spawnen neue. Also kann man unbegrenzt Arbeiter farmen. Also, ich würde sagen, ein Set Koordinaten musst du speichern können. Mehr müssen es nicht sein, aber man müsste halt einmal, wenn man so einen Ort gefunden hat wie den hier, muss ich in der Lage sein, den Manakopter da problemlos wieder hinzuschicken. Vor allem, weil damit ich muss den ja auch einigermaßen sicher platzieren, dass die Schamanen danach safe sind. Das geht halt eigentlich nur mit der Präzision. Also, ich muss es ja auch dann einigermaßen micromanagen, aber wenn ich dann gleichzeitig hier noch die Kämpfe habe... ist das nicht so elegant. Ja, ihr löst das mal bitte auf. Ihr kommt da. Ich sag mal so, in dem Zustand, man könnte theoretisch schon einen Missionsguide machen, aber ich würde halt schon noch ein paar Quality-of-Life-Sachen müssten, finde ich, schon noch rein. Weil die Karte, wenn die halt wirklich gut funktioniert, sehe ich Potenzial, dass die einigermaßen prägend für DV-Karten ist in Zukunft. Ich glaube, die Spielbarkeit wünschen sich die Leute ja schon. Hier, Frontmatch. Ich sag mal so, ich hätte mir gewünscht, dass die letzten beiden Schlachten gegen das dunkle Volk so intensiv ist. Mit, dass man selber halt auch gar nicht alleine das schafft, sondern man halt wirklich die KI einem helfen muss mit den anderen Völkern. Ah, da kommt ja noch ein Priester. Wie schön. Ich muss sagen, was hier leider auch so wieder rauskommt, aber das liegt halt, ist jetzt kein Fehler der Karte. Aber da kommt halt wieder kartenbasiertes dunkles Volk gegen Plugin-basiertes, weil das ist nicht miteinander kompatibel. Okay, ich produziere inzwischen schneller Mana, als ich es durch meine Soldatenproduktion loswerde. Ich meine, ich glaube, das ist ein gutes Problem zu haben. ...126% KK ist auch hilfreich. Thank you.
Du kennst die Siegbedingungen, oder? Nein, aber ich denke mal, dass ich auch bald mal den Angriff übergehen muss. Okay, so hier. Und dann fangen wir, glaube ich, langsam einfach mal an mit der Produktion von Schwertkämpfern, dass wir ein bisschen offensiver gehen können. Die Gegner haben zwei Burgen, ja. Wo sind meine Schamanen? Sind die schon wieder abgehauen? Da sind wieder nur zwei Schamanen übrig. Das ist nicht gut. Ihr helft da. Spielst die Map besser als ich, glaube ich. Was sagt das jetzt aus? Aber gut, man muss halt bedenken, also es sagen, also viele verwenden das ja als Beschwerde, wenn die, oder beschweren sich, dass die Entwickler ihr eigenes Spiel nicht spielen. Und ich meine, es gibt auch definitiv Fälle, wo man das ankreiden kann. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel, ich weiß es inzwischen ja selber. Gemessen daran, wie viel Multiplayer ich spiele, dürfte ich nicht Ubo gemacht haben. Habe ich aber. Man muss bedenken, ich bin schlecht. Das hast du jetzt gesagt. Hi, Thies, willkommen zum Stream. Aber ich glaube, langsam können wir wirklich offensiv hier auf Sklavenjagd gehen. ...129% Kampfkraft. So, wir brauchen gleich... Also ich möchte erstmal hier eine Schneise reinschlagen, dass hier nichts mehr groß rumläuft. Und dann kommen die Schamanen und die dunklen Gärtner. Und da, wo dunkles Land ist, können die Schamanen ja sowieso unbegrenzt agieren. Okay, wo irgendwo hat da jetzt meine Dudes hin teleportiert. Das sieht gut aus. Schwerindustrie. Wollen wir nicht da hingehen? So, weil dann können wir nämlich hier gleich die Schwerindustrie lahmlegen, weil ich denke mal, die KI wird nicht wirklich groß hier Spitzhacken für die Bergleute nachproduzieren. Warum da hingehen? Damit ich sie außer Gefecht setzen kann. Vor allem da, wo keine Türme sind, patrouilliert ja auch die KI nicht hin. Ich habe tatsächlich die Szene, glaube ich, gar nicht mehr bei OBS, wo ich die Skripte mir angucken kann. Das muss ich gleich mal schauen, wie ich das mache. Aber ich kann da gerne mal gucken.
wenn du schon sagst, dass das okay für dich ist. Okay, ganz ehrlich, ich glaube, ich muss meinen Mana nicht mehr upgraden. Das Einzige, was es mir jetzt noch bringen würde, Sklaven, also mehr Sklaven bringen mir halt jetzt nur noch Kampfkraft. Wie viel kriege ich jetzt pro Kugel? Sind das immer noch 11? Das sind immer... Nee. Ich glaube, es sind 29 und ich kriege 15 abgezogen von dem Soldaten, oder? Die mir veröffentliche, kann eh das Skript sehen. Jeder, der den Editor Plus bemüht, ja. Aber blau ist ganz schön stabil. So soldatentechnisch. Also doch läuft das. Aber 129% Kampfkraft, das ist schon hilfreich. Hat gerade eine Pilzfarm im blauen Gebiet platziert. Ja. Es ist ja jetzt auch mein Gebiet. So, gucken wir doch mal, dass hier niemand mehr hinpatrouilliert, ja? Aber ist, ja, das ist halt das Ding mit der Gebietskontrolle. Ich finde, eigentlich sollte das Ding vom Dunklen Volk sein, dass man sich ja langsam halt ausbreitet und halt, der KI das Land abgräbt und so. So, wollen wir mal für ein paar Schamanen sorgen? Ich glaube, das genügt. Das dunkle Volk kennt keine Grenzen, es kennt nur Fronten. Ja, das ist accurate. Da noch extra schön ein paar leckere Bauarbeiter, die man sich snacken kann. Wird auch eine ganze Kampagne machen. Also ich glaube, es gibt, wenn man, wie gesagt, noch da, dann lohnt sich erst recht halt, jetzt noch ein paar Quality of Life Features zu pionieren, die man ja dann, wenn man sie einmal geschrieben hat, auch gut übernehmen kann. Und ich glaube, dafür findest du auch Abnehmer. Vor allem, wenn halt über Settlers United, ich meine, selbst das Plugin, es ist ja in Settlers United drin. Und vielleicht motiviert es ja sogar noch ein paar Leute, noch ein paar Sachen zu machen. Okay, langsam fängt die KI an zu schwächeln. Okay, das Problem ist, ich kann die Schwerindustrie, weil die voll liegt, kann ich da nichts machen.
Ja, genau. Fuck, jetzt haben sie sich den nicht gesnackt. Also der Effekt hat zwar getriggert, aber wir haben halt auch so eine echt kurze Animation, die, die Bergmänner. Das hier macht mir ein bisschen Sorgen. Ich zeig gerade mit dem Finger drauf, das seht ihr gar nicht. Das hier macht mir sehr viel Sorgen, weil das Pathfinding von Siedler zu überlassen ist die sicherste Art, einen FE hervorzurufen. Mich überrascht, dass das immer noch stabil läuft. To be honest. So, ich würde sagen, wir gucken nochmal, dass wir ein paar Gärtner ran schaffen. Aber diese durchgehende Soldatenproduktion braucht man auf dieser Karte, das stimmt. Der Manakopter ist jetzt halt auch arbeitslos. Dass er den Finger auf dem Bildschirm zeigen wird, oder nicht sehen, es nicht hätte Meme-Potenzial. Scheiße, sind ja noch mehr. Ja, die Steuerung kommt halt überhaupt nicht klar damit. Aber es ist ein bisschen blöd. Du kannst die KI halt, du kannst halt ihre Nachproduktion, kannst du halt nicht wirklich unterbinden, wenn du nicht gerade ihre Kaserne findest. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo meine Priester sind, meine Schamanen sind. Ich glaube, die sind schon wieder hinüber. Jetzt weiß ich aber auch wirklich nicht mehr, wohin mit dem Mana. Also hier wären vielleicht wirklich ein paar Late-Game, ein paar Zauber oder sowas. Irgendwas, womit ich mein Mana... Also ganz ehrlich, vielleicht auch irgendwie mit 10.000 Mana, dass ich meine Kampfkraft direkt maximieren kann, weil jetzt noch Sklaven... Also jetzt ist es mehr Klickarbeit, die Pilzfarmen zu setzen, damit ich Sklaven-Slots habe. Deshalb hatte ich ja auch bei Dark Mirror irgendwann diese Power-Search-Mechanik, dass du halt mit deinen 40 Pilzfarmen und ich glaube 200 Sklaven, die es waren... Das war halt auch normalerweise genug, dass du dann halt auch die volle Kampfkraft bekommst. Ich meine, hier die Sachen sind ja, also hier die Sachen, die 7 und die 8, die sind ja noch alle frei. Theoretisch kannst du mit den weiteren 10.000 Mann einen weiteren Druck im Tempel da. Ja gut, aber das bringt ja nichts, weil dann geht ja alles dahin. Also das dunkle Volk kann ja nicht parallel mit zwei Tempeln arbeiten, leider, wie wir festgestellt haben. Sonst wäre das ja eigentlich das naheliegendste Feature. Dass man eine dunkle Festung hat, die man auf jeden Fall verteidigen kann und dann kann man irgendwo noch die dunklen Tempel als Außenposten machen. Mal deine Macht projizieren zu können, noch ein bisschen vielleicht auch Feuerbarrieren noch ein bisschen zu exploiten, aber das funktioniert halt logistisch für das dunkle Volk nicht. Es hat nochmal Feuermauern, ja, aber das ist halt nur bedingt nützlich. Vor allem jetzt, wo soll ich denn das denn hier hinsetzen? Also am ehesten wäre ja hier eine der Engstellen, die habe ich schon zugebaut. Und wie gesagt, das ganze Pathfinding würde sich dann abspielen. Ich meine, wobei es helfen könnte, dass dann halt die ganzen Pilzfarmen dahin gehen, aber die Soldatenproduktion hier stattfindet. Das wäre potenziell nützlich. Ich weiß aber nicht, ob es dann nicht vielleicht sogar besser wäre zu sagen, man setzt automatisch hier unten nochmal so einen Tempel hin.
dass von vornherein alles dahin läuft und hier oben die Soldatenproduktion stattfindet. Ich glaube, das wäre die geschicktere Lösung, weil es wirklich halt nur so ein Quality-of-Life-Ding ist. Und wenn du sagst, die greifen nur den oberen an und wollen da ihre Soldaten hinbringen und hier unten wäre die Feuerbarriere halt nicht so nützlich. Das könnte vielleicht was bringen. Einfach auch zur technischen Optimierung. Wobei wir hatten ja fest. Oh doch, ich habe ja festgestellt, der dunkle Tempel hat immer Vorrang vor der dunklen Festung. Das heißt, selbst die Baureihenfolge ist egal. Aber Wusel? Also hier ist auch Wuselfaktor, das kann man jetzt nicht sagen, das stimmt. Selbst das dunkle Volk kriegt einen Wuselfaktor hin. Und das ist halt jetzt sehr rudimentär alles, ne? Könnte Stand jetzt wahrscheinlich die beste DV-Karte sein, die es gibt. Ich glaube, die Situation erreichen wir jetzt schon so ein bisschen. Also deswegen Zauber wären halt irgendwie noch geil. Ich weiß halt nicht, was. Also anbieten würde sich halt, finde ich, auf jeden Fall. Gut, Orakel ist halt, finde ich. Was man natürlich als Custom-Zauber machen könnte, wäre Map aufdecken. Das hatte ich ja auch mal für die eine Karte. Als die ich mal angefangen hatte, hier für Survive the Onslaught. Da war ja die Idee, dass du das freischalten kannst. Ich glaube, mit einem Mana-Kost. Aber hier kannst du wahrscheinlich. Gut, du könntest es wahrscheinlich auch an einem Mana-Kost mit, einfach damit das Zeug hier mal runtergeht. Und du es am Anfang nicht total abused. Aber Vision wäre schon mal, das würde einige Probleme lösen, glaube ich. Die das dunkle Volk halt einfach hat. Könnte man das an ein paar Custom-Orte mit Licht setzen könnte. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so nützlich. Weil da, wo der Manakopter ist, hast du ja schon immer Vision. Und woanders brauchst du nicht groß Vision. Nicht im Vorfeld. Also nicht an einem spezifischen Ort. Aber wenn du halt irgendwie sagst, wenn du den großen Tempel einmal setzt, dann kannst du das halt aktivieren und das kostet dich halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Mana pro Sekunde. Dass du halt im Late Game hast. Das hilft halt auch bei dem, ja, auch Custom. Also mit dem normalen Orakelzauber, mit dem du das normalerweise machen müsstest, hast du ja nicht die Riesenrange. Dann lass mich mal kurz überlegen. Was gibt's noch an Zaubern, die man casten könnte? Geschenk ist sinnlos, Umwandeln ist sinnlos, Abkürzung ist sinnlos. Die Nahrungszauber sind sinnlos. Das müssen ja eigentlich die Kampfzauber sein. Ja, genau, das meine ich. Dass du ein Gebäude setzt und da wird der Zauber getriggert. Also Blitz. Bekehren ist auch. Bekehren ist schwierig, weil das fast alles Level 3er sind. Und ich glaube, es ist der Fix integriert, den ich irgendwann mal gemacht hatte, dass das zumindest da nicht Nee, warte, das ist etwas ganz anderes. Der Fix, den ich meine, war für Aufwerten. Für Siedler aufwerten, die auf. Wenn du dir deine Soldaten aufwertest, auf ein höheres Level. Das könnte aber funktionieren. Das müsste funktionieren, dass du die mit Elz. Da müsste man halt irgendwo mal in Ubo oder in der normalen Balancing mal die Stats für L2 und L3 festlegen. Aber das würde ich für das Dunkle Volk Plugin auch irgendwann mal machen wollen. Einfach, weil es diese Interaktion zwischen Maya und dunklem Volk dann gibt. Dann könntest du auch Level 2 und Level 3 Soldaten für das dunkle Volk haben. Das würde sich potenziell auch lohnen für die du in deinen Manakopter mitnehmen willst. Also ich glaube, das wäre sinnvoll. Frage ist halt, machst du das über Mana oder willst du das, was ich mir auch mal irgendwann überlegt hat, ist, dass man das theoretisch auch über die Kills machen könnte. Dass du irgendwie anhand der Kill-Statistik was ableitest.
dann könntest du sagen, es hängt mit Kampferfahrung zusammen. Und wenn du keine Kampferfahrung hast, dann kannst du immer noch auf Mana zurückgreifen oder so. Kurze Frage, rein technisch betrachtet. Wie liest man die Kills im Statistics? Statistics, der Befehl ist das. Statistics und ich glaube Kills. Kurze Frage, rein technisch betrachtet. Spawnt das Skript die Soldaten hier am Tempel oder kommen die richtig aus, also, oder gibst du halt richtig den Befehl ab an den Tempel? Die werden gespawnt. Dann könntest du theoretisch sowas einfügen wie die göttliche Aufwertung aus Siedler 3. Dass du Mana opferst und dann kriegst du halt entweder Level, die Schwertkämpfer oder die Bogenschützen dauerhaft auf Level 2 oder Level 3 upgradet. Das einzige Problem damit ist halt, dass die hätten keine Grafik, solange sie nicht laufen oder kämpfen. Und wenn sie laufen oder kämpfen, dann hätten sie die im Moment mit dem aktuellen Stand die Animation vom Level 1er. Das ist das Problem. Da müsste man vielleicht mal Wizard fragen, ob er da was weiß, ob man vielleicht die Grafik von dem L1er einfach zumindest kopieren könnte innerhalb der Gruppe, dass die nochmal da ist. Weil die Siedler-ID scheint es ja schon zu geben. Weiß aber nicht, ob das mit Stand jetzt möglich ist. Ja gut, hier habe ich jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Gute Idee für den HD-Patch. Ja, dann braucht es aber natürlich zwingend den HD-Patch. Okay, er beamt meine Soldaten einfach zurück. Das wäre eine Möglichkeit. Ich meine, das wäre, finde ich, nicht so schlimm, wenn du es halt über die Aufwertung machst, weil dann sind es immer nur ein paar Einheiten, die es betrifft. Über den Maya-Zauber. Das widerspricht sich ja auch nicht grundsätzlich. Aber das wäre auf jeden Fall eine Mechanik, dass halt das, vor allem das Militär-Game hier nochmal ein bisschen interessanter wäre. Bekehren war das andere Ding. Da weiß ich gerade nicht, wie das Spiel reagiert, wenn ein DV-Spieler Bekehren zaubert und das Level 3er oder Level 2er sind. Wir müssen eigentlich gleich mal versuchen, ob wir die Situation herbeiführen können. Ich würde vermuten, einfach mal so auf Basis meiner Erfahrung, dass es sich ähnlich verhält wie mit dem, wie früher mit den, beim Beförderungszauber, dass dann das Spiel gecrashed wäre und jetzt halt mit dem Fix halt die Einheiten existieren, aber halt als Strichmännchen. Opferungsmechanik, inwiefern? Also was soll ich opfern und was soll ich bekommen? Okay, ganz ehrlich, get off my lawn. Sonst die Freeze und die Freeze, Angst und so, die Zauber, das ist ja an sich, die funktionieren ja normal, weiß ich auch nicht, wie nützlich die sind, aber könnte man mal haben, einfach um ein bisschen dem Spieler noch ein bisschen was zu geben, was er halt machen kann, wenn er viel Mana hat und kurzfristig halt nicht die Soldaten rausgedrückt kriegt. Wenn es ihm genug kostet, dann schadet es ihm ja langfristig eigentlich. Aber dass es einfach ein bisschen interaktiver ist, weil das Dunkle Volk ist halt, du verbringst halt viel Zeit mit zugucken. Wie gesagt, Dunkler Tempel, das muss sein. Also, guck dir das an. Ich trau mich nicht, noch mehr zu bauen. Die Sklaven opfern zu können, stellt sich ja, dass die Kampfkraft im Mana pro Kugel erhöhen. Ja, das ist ja auch so die Sache. Fehlt ja zum Beispiel hier das überschüssige Sklaven.
dass die Mana geben, dass die dann einmal konvertiert werden. Aber das wäre auch auf dieser Karte, denke ich, OP, das so zu machen. So, gucken wir mal, dass wir die Burg aufspüren. Dass man den Abkürzungszauber selber nutzen kann, um den Pilzharm wieder abreißen zu können. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Denn dann muss das Gebiet ja dann auch selber wieder einschwärzen. Dann sollte der Zauber aber kostenlos sein. Die KI kriegt wahrscheinlich Waren gespawnt, oder? Also sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie die gerade diese Verluste hat und trotzdem noch ihre Soldatenproduktion aufrechterhält. So, wo war die Burg? Also wenn man keine Map-Reveal-Mechanik drin haben müsste, finde ich irgendwie... Die beiden Ziele müssten, finde ich, dann eigentlich schon. Oder zumindest eine der Burgen müsste von Anfang an dann vielleicht irgendwie revealed sein. Und die andere, wenn man dann die erste zerstört hat. Dass man nicht blind durch die Siedlung rennen muss, weil die Karte ist halt schon für ein Spiel... Also für die Spielerzahl, dafür, dass es effektiv nur zwei Spieler sind, ist die Karte sehr groß. Wie gesagt, dann noch Vision und... Du weißt, also wenn du das Gebiet nicht selber einschwärzt, weißt du halt nicht, wo du schon warst. Bin ja an vielen dieser Orte, bin ich ja auch rumgeflogen. Alle Krieger, die ich angefangen habe, gespawnt vor schon. Stimmt, sonst funktioniert das ja mit Warrior's Lab auch gar nicht. Das ist halt nur uncool, wenn du dann halt die Soldatenproduktion eigentlich zerstört hast und dann einfach Soldaten aus dem Nichts kommen. Aber ich glaube, auf der Karte hier sieht man das sowieso nicht. Beziehungsweise muss es halt irgendwie unterbinden können, finde ich. Dass vielleicht die Spawnpunkte, wenn die schwach sind, dass die dann nicht aktiv sind. Hi Nepo, willkommen zum Stream. Ich brauche mehr Kampfkraft. Wenn ihr ich mag ja die Idee grundsätzlich, dass das dunkle Volk eigentlich halt mal zahlenmäßig überlegen ist, aber halt im 1-zu-1-Kampf gnadenlos untergeht gegen richtig gute Soldaten. Aber ich weiß noch, wir hatten halt noch ein paar richtig krasse Mechaniken uns damals für Siedler 5 in dem Discord ausgedacht. Die halt auch dazu geführt hätten, dass du dich gar nicht so tief in dunkles Land reinwagen willst, weil du sonst Gefahr läufst, dass du auf einmal umzingelt bist. Ich bin mal gespannt, ob man das, wie viel davon dann irgendwann für HGLG umsetzbar ist. Aber eine HGLG-Interpretation des dunklen Volkes wäre halt... Das wäre ja auf jeden Fall Add-on und auch nicht das erste Add-on. Und so weit müssen wir erstmal kommen. Aber die Axtkämpfer, dass die hier stehen, ist ein bisschen weird, weil da unten stehen sie halt wirklich rum und tun nichts.
Wenn du diese Ideen mitteilst, kann ich gucken, was du umsetzen kannst. Wirst du nicht können. Also das betrifft Einheiten, das betrifft neue Gebäude, das betrifft halt auch zum Beispiel eine komplett neue Mechanik für das dunkle Land. Und wie die Gebäude da miteinander interagieren und was die Siedler damit machen können, das kannst du nicht imitieren mit Skripten. Also selbst Sachen, die vom Spiel vorgesehen sind, funktioniert teilweise schon nur mit Klebeband und Spucke. Ich kann alles, die Frage ist nur, wie die Framerate dann aussieht. Einfach ein Quantencomputer. Aber ich brauche jetzt also wirklich die konstante Produktion. Das ist gut. Das Problem ist halt nur, dass ich halt jetzt wirklich mit meinem Mana nichts mehr anfangen kann und dementsprechend einsetzen. Ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln. Ich habe jetzt ein bisschen Kampfkraft sogar verloren, weil eine Pilzhorn zerstört wurde. Aber ich traue mich jetzt auch nicht mehr zu bauen, weil ich will das Pathfinding nicht weiter strapazieren. So ernst gemeinte Frage, wo sind jetzt die beiden Scheißburgen? Ganz ehrlich, ich scheiß auf Power Projection. Ich mach das jetzt mit dem Manacopter. In der Hoffnung, dass 50 von denen das packen, oder wie viele das jetzt sind. Das ist die Evelons-Theme aus Das Erbe der Könige. Ich fand die immer sehr passend für das dunkle Volk, deswegen habe ich die irgendwann mal in meine Version von der Soundtracks-Config reingeballert. Halt als Custom-DV-Musik. So viele Sklaven. Möchte ich mir eigentlich snacken? Aber auch hier, jetzt damit versuchen, irgendwie die Festung zu finden, und das sollen ja zwei sein. Wie gesagt, das ist halt genau dieses Such-das-Hütchen-Spiel, was halt auch im Multiplayer so abfuckt. Die Burgen sind übrigens ein wieder Gegner. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, to be honest. Ich dachte, die sind im Gebiet von meinen Freunden. Aber wie viele streikende Siedler da stehen. Sieht man auch nicht täglich. Ah, hier. So viel zum Thema passende Orte. Wer kommt denn da? Keine Ahnung, also ich finde, da hätte man die Orte von den Burgen, die sehen, ich glaube, die sind auch irgendwo, ich habe mir die Karte, glaube ich, einmal angeguckt, die sind irgendwo an einem Ort, der auch nicht wirklich auffällt, wenn man sich den jetzt so anguckt. Aber außer jetzt das Gebiet abscannen mit dem Manacopter, fällt mir jetzt auch nichts ein. Da ist eine. So. So, mal gucken, ob das ausreicht. Problem ist, die werden hier halt auch nach gespawnt, die Daten. Also natürlich wird das dann auch hier uncool. Ich sehe auch, die sind ja gar nicht voll besetzt, die Burgen.
Weißt du nicht, wenn du Max-Besetzung einstellst im Editor, dann kriegt der auch mit die vollen 6 Bogenschützen und 6 Schwertkämpfer, die er mit Obo kriegt. So, Burg Nummer 1. Hast du bei der Burg anscheinend nicht. Die hatte ihre normale Soldatenanzahl. Eine Burg ist rechts oben. Da bin ich aber gespannt. Ich glaube, da erinnere ich mich auch dunkel dran. So, mal, den speichern mal kurz. Ich will aber nicht, dass er rumheult. Bro, ich hab schon vor einer Stunde gefühlt gewonnen. Weil, wie gesagt, ich kann ja, das ist halt das Problem. Jetzt machst du halt wirtschaftstechnisch nicht mehr. Ich habe 6 Stunden in-game. Ach, Moment, ja gut, ich bin jetzt auch bei 4. So, jetzt kein Overflow riskieren. So, wir wollen ein Stück nach oben. Also ist sehr praktisch, das ist direkt eine Reihe. Ganz ehrlich, crasht das Spiel, wenn ich jetzt hier über dem Meer die Soldaten rauslasse? Wer macht da das dunkle Land weg? Da wird auch dunkles Land weggemacht. Das hier sieht nach einer Konzentration aus. Falsche Richtung. Ja, lol. Und wie soll ich das machen? Vielen Soldaten. Ich kann nicht noch schneller produzieren. Und ich meine, ich kann ja auch ihre Soldatenproduktion nicht unterbinden. Und ich habe 45.000 Mana und weiß ja nicht, was ich damit tun soll. Thors Hammerzauber, jetzt hier hin.
braucht dezent viele Zierobjekte. War das die einzige Burg, aber das war zu easy. Ja, gut, wenn sich irgendwas ändern würde, wenn man die erste Burg zerstört hat, das wäre halt was. Und sei es nur, dass die zweite dann halt angezeigt wird. Eine Burg zerstört und bekommen sie doppelte Anzahl an Soldaten. Wie schön! Dir ist aber schon klar, dass ich schon an meinem Bottleneck bin, was das angeht, und nicht mehr machen kann. Ich komme nicht mal in die Nähe. Wie soll ich das denn machen? Und ich meine, die Soldaten muss ich eigentlich hier lassen, falls wieder was spawnt. Also ich finde eigentlich, die Spawns müssen, wenn sie einmal eingeschwärzt sind. Ich meine, es gibt ja auch genug Spawnpunkte, aber die müssen dann, finde ich, halt auch irgendwie die müssen dauerhaft wegbleiben. Jetzt aber, wenn ich in der Lage wäre, jetzt die Soldaten zu, wenn ich die hätte buffen können. Blutrausch. Hier, Blutrausch und Schutzschild. Also das wäre halt auch sehr nice als temporärer Buff für seine Soldaten. Also ich glaube, die Map, die könnte noch, wenn man ein paar Sachen weiterentwickelt, könnte die gut als Testbett für ein paar Sachen agieren. Und dann der Prototyp für zukünftige DV-Karten sein. Aber ich glaube, ich muss wieder auf Bogenschützen gehen. Einfach, weil die alles Fokus feiern können. Was halt mit den Schwertkämpfern nicht geht. Dann kritische Masse erreichen, die ganzen Spawnpunkte blockieren. Und auf das Beste hoffen. Aber zum Beispiel jetzt auch mit dem, wenn ich diesen Punkt speichern könnte, dann müsste ich halt nicht jedes Mal wieder versuchen, die Burg zu finden, sondern könnte halt immer wieder meine
Soldaten hin und her per Fähre transportieren. Also von daher würde ich sagen, scheiß auf diese 6 Koordinaten. Gib mir einfach ein Set von Koordinaten, was ich selber bestimmen kann. Ich gucke mir auch gleich den Code mal an, dann sehe ich vielleicht ein paar Sachen, die man optimieren kann. Wie viele passen in dem Manakopter? Offiziell gibt es keine Beschränkung, nur wie viele du halt in diesen Radius reinkriegst. Ich habe bis jetzt immer 50 reingekriegt. So, und jetzt wieder die Produktion. Also ich glaube, ich habe Material für Videos. Aber ich glaube, dann sollte es vielleicht, müsste man vielleicht die, also wenn ich ein Video dazu mache, müsste eigentlich die Leute, weil die Leute werden es, glaube ich, spielen wollen. Oder zumindest wird es Leute gehen, die es spielen wollen. Und dann müsste es halt schon mal zumindest so einen Beta-Download über SU geben. Was euch ja passt, nicht viel, außer dass ich Material für ein Video habe. Wenn ich dieses Video mache, werden wahrscheinlich auch Leute es spielen wollen und dann müsstest du dir überlegen, ob du die Version schon mal irgendwie als Beta über SU zum Download angeben willst. Pass mal auf. Wir versuchen mal, ob wir zumindest schon mal den Ort, wo die erste Burg ist, ob wir den blockieren können. So, wo waren noch Gegner gespawnt? Nur an den, sind, spawnen die an den Tempeln oben? Ich habe vorhin bei einem Tempel habe ich ja was gesehen. Okay, diese Sklaven, die sind arbeitslos. Bei den Werkzeugschmieden kommen die Gruppen mit den Gärtnern. Wenn ich jetzt auch wüsste, wo die Werkzeugschmieden sind. Map Reveal! Das muss ein Feature sein! Ansonsten, was mir gerade einfällt, wäre vielleicht eine Funktion, die man vielleicht aufs mittlere Wohnhaus oder aufs große Wohnhaus legen kann. Wäre vielleicht, dass du halt eine Option hast, dass du abwechselnd Bogenschützen und Schwertkämpfer produzierst, dass du die ausgeglichen hast. Was haben wir denn hier noch? Eine Schwerindustrie.
Okay, hier sind Werkzeugschmieden. Oh, wow, 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 stopp. Das meine ich. Das ist nicht cool. Ich bin da oben voll am Gewinnen und hier sind sie dann jetzt am Arbeiten. Und dadurch habe ich jetzt schon wieder ein bisschen Kampfkraft verloren. Das ist aber gerade nicht spannend, weil sie sind trotzdem keine Gefahr. Aber ich, wie gesagt, ich traue mich nicht, die Sachen wieder aufzubauen. Wegen dem Pathfinding. So, wo sind die Gärtner? Das hier sieht fast richtig aus. Und jetzt sind sie auch schon wieder tot hier. Nee, warte, hab ich die hingeschickt? Es bringt das überhaupt was, wenn ich jetzt hier das blockiere? Wahrscheinlich nicht mega viel. Wenn ich meine Gärtner dahin bekäme, könnte ich ja zumindest die Schwerindustrie versuchen zu blockieren. Nicht die Schwerindustrie, die Nahrungsproduktion, dass die halt und die Mana-Produktion so viel es auch bringen würde. Aber wenn hier halt Soldaten spawnen, dann kann ich halt auch sie nicht einschließen. Von daher, irgendwie muss man es unterbinden können. Das funktioniert nicht anders. Ein paar von denen muss ich eigentlich wieder aufbauen. Aber volles Sklavenpotenzial habe ich ja auch noch nicht. So, wir haben immer noch nicht genug Gärtner. Ich werde jetzt einfach versuchen, alles aggressiv einzuschwärzen. Aber den Manakopter brauche ich.
muss die Schwertis, die Türme da kriegen, dass die nicht mehr ständig da langlaufen wollen. Produzieren aber jetzt immer noch mehr, als ich töten kann. Guckt euch die Killcounts an. So, ich glaube, wir haben genug Gärtner. Also so ganz, ganz dezent. Ich glaube, ich muss hier Schamanen hinbringen. Dass die einfach mal die ganzen Siedler sich krallen. Zerstört den Turm. Dann können wir zumindest die zwei schon mal gut blockieren. Ja, das spawnen jetzt bei dem Tempel oder war das bei dem einen Tempel jetzt nur Zufall? So, Position halten. Meine ganzen Gärtner sind schon wieder tot, ne? Ich kann halt nicht alles gleichzeitig machen. Das ist auch etwas, was man hier wirklich bedenken muss. Spieleraufmerksamkeit ist nicht unbegrenzt. Alle Priestergruppen spawnen bei Tempeln, aber... Die Tempel kann ich ja auch nicht zerstören. Da bräuchte man dann wirklich irgendwie den Hammerzauber, dass man den in der Nähe auf dunklem Land anwenden kann, um halt die Gebäude langsam zu verdrängen. Pass auf. So, kriegen wir vielleicht mal unser Mana weg. Wir machen jetzt einfach mal 50 Schamanen und bringen die an einen Ort als riesige Schamanenbombe. Und dann überfüllen wir uns mit Sklaven und haben hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr KK.
So. Okay, gut, das ist jetzt natürlich ungünstig, dass ich die nicht ordentlich kontrollieren kann, wenn sie sich mischen. Aber das hätte jetzt mal ein bisschen meine ganzen Mana-Sachen genutzt. So. Let's fly. Jetzt kann ich hoffen, dass ich auf die Weise die Nahrungsproduktion halt auslöschen kann. Ich kann halt nicht mal das hier blockieren. Aber irgendwie der pflanzt doch die gar nicht neu, die Pilze. Wie die Pilze haben, ist seitdem nicht mehr die gleiche. So, wir müssen ein bisschen nach oben. Ja, fast. Ja, aber jetzt wenigstens noch den Verrottungsspell einsetzen könnten. Das wäre gut. So, schnappt euch die Bauern. Okay, der liegt voll, das heißt, der kann gar nicht. Einige Priester haben jetzt schon keinen Mana mehr. Oh wow, er hat sogar ein paar Ersatzbauern gemacht. 130 KK, immerhin, ein bisschen was. Also je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube sowas wie die göttliche Aufwertung, dass du halt wirklich dauerhaft die Level 2er und 3er hast, könnte ein bisschen OP sein. Das müsste halt so eine Mana-Sync sein, was du halt erst machen kannst, wenn du halt wirklich schon alles andere maximiert hast und eigentlich schon gewonnen hast. Einfach damit du halt nicht ewig brauchst für alles andere. Aber dass man zumindest einzelne Soldaten halt aufwerten kann, halt gerade für die Mana-Copter, dass du den halt auch im Late-Game noch so ein bisschen zum Angreifen nutzen kannst, um halt Schlüsselpositionen anzugreifen. Ich glaube, das hat schon was. Ist halt, ob man das dann nicht mit Mana macht oder über Kills irgendwie bezahlt. Dass du halt auch wirklich kämpfen musst, das ist halt die Frage. So, auf die Gefahr, dass jetzt wahrscheinlich die ganzen Schamanen keine. Scheiß Ernst.
Kann ich mal aufhören, meine Pilzfarm zu zerstören? Ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn das nie den Punkt, wo man eigentlich schon gewonnen hat. Ja, dann muss es aber auch immer eine Möglichkeit geben für den Spieler, sich weiter zu verbessern. Ich bin ja hier schon im Prinzip am Max, weil ich kann nicht meine Wirtschaft weiter ausbauen. Ich bin jetzt hier seit über einer Stunde in einem Tauziehen mit der KI. Und keiner von uns kann halt wirklich sich einen Vorteil verschaffen. Gut, ich habe es anscheinend irgendwie geschafft, dass ihre Soldatenproduktion runtergeht. Anscheinend bringt es doch was, die Kaserne zu blockieren. Was ich halt auch nicht ewig machen kann. Und ich glaube, ein bisschen bringt es auch anscheinend, dass jetzt hier die Bauern fehlen. Gut, ich meine, das hat mir noch ein bisschen KK gegeben. Also das hilft ja auch nochmal. So, mehr Gärtner. Aber auch hier, eigentlich muss ich hier mit dem Manakopter die Bogenschützen hinbringen, weil die einfach sonst den Weg nicht überleben. Und hat 41%, also es ist ein bisschen was müsste man schon noch machen. Ich platziere jetzt einfach mal strategisch ein paar Pilzfarmen, nur damit ich halt Vision habe. Die müssen ja nicht effektiv sein. So, eigentlich muss ich es schaffen, das hier zu blockieren und hoffen, dass es keine Sachen gibt. Dass da hier nichts hinter irgendwo spawnt. Also brauchst du noch 15 Minuten, um fertig zu werden. Ach, die Weizenfelder, TV-Landmann. Ja, da wäre natürlich dann ein Abkürzungszauber, der dunkles Land erzeugt. Oder halt der Verrottungszauber irgendwie gut. Ich finde, dass der Verrottungszauber ja auch eine verpasste Gelegenheit war. Weil ich finde, mit den kurzen Wachstumszeiten, die du in S4 hast, ist es halt nur sehr bedingt eine Strafe. Ich finde, das sollte halt eher das Ding sein, dass sich der Schamane damit aufladen kann. Aber mit Schamanen-Mana kann man auch so viel noch machen, um auch eine Situation zu erzeugen, dass wenn ein Spieler einen Raid gut abwehrt, dass er selber sogar noch mit einem kleinen Mana-Plus rausgehen kann, wenn er halt einen Priester da hat. Da würde so viel gehen. So, dann machen wir mal wieder ein paar Schwertkämpfer, weil wir müssen unbedingt diese Türme loswerden. Hallo. Aber ich fange an zu merken, wo die Gegner herkommen und wo ich sie am besten blockieren kann. Aber dann muss ich das hier ja eigentlich dauerhaft blockieren, oder? Damit wir hier die Gärtner spawnen. So.
Schuss, die Kasernen sind nicht mehr blockiert. Das nischt gut. So, wollen wir noch mal eine Schamanenbombe machen? So, gucken wir doch mal, wie viele hier reinpassen. Und der Rest geht dann mal hier lang. So, wo können wir denn mal schön ein paar Schamanen absetzen? Hier theoretisch. Hier sind ja auch noch ein paar Werkzeugschmieden. Prozent. Aber hier, gerade hier wäre es dann ja gut, wobei gut, ich denke mal bei den Werkzeugschmieden, die werden ja wahrscheinlich nicht Teil der Bedingungen sein für den Spawn, aber wenn man die zerstören könnte und das wirklich daran gebunden wäre, wäre das schon hilfreich. Hier hätte man die Schamanen gut platzieren können. Aber wir haben jetzt auch fast maximierte Kampfkraft.
So, da vorne war ruhig die Burg. Schauen wir doch mal, ob wir das langsam hinkriegen. Sind schon wieder 200 Soldaten. Ihr zieht auch hier durch. So, hier kommt. Kommst voran. Ich glaube, dass wir bald gewonnen haben könnten. Eine Armee sammelt sich für den letzten großen Angriff. Danach müsste eine Pinkelpause sein und danach können wir uns das Skript nochmal angucken. Das muss ja auch auf die 6 Stunden Ingame-Time kommen. Ja, wobei halt, wie gesagt, also ein paar Sachen hätte ich wahrscheinlich noch optimieren können. Gerade auch jetzt zu wissen, welche Orte muss ich besetzt halten, um halt, dass ich nicht ständig wieder zurückgedrängt werde. Das ist schon recht wichtig zu wissen. Das mit der Schamanenbombe hätte ich mir viel früher überlegen können, dass ich zumindest mal die volle Kampfkraft kriege. Ja, dezent, ne? Dezent übertrieben. Ich glaube, wir müssen gleich mal die Soldatenproduktion ausschalten. Einfach nur, damit die ganzen Sklaven verarbeitet werden können, weil das Pathfinding sonst total abschmiert. Ist eigentlich ein Wunder, dass das noch nicht passiert ist. Das 80.000 Mal. Ich bin gleich mal gespannt, was die Statistik... Boah, ich weiß nicht, ob die Statistik Mana... Boah, nee, das wird ja nicht über die... Ich bin mal gespannt, was die Statistik gleich sagt, wie viel Mana ich so hatte. Okay, so langsam hat es sich aber mit den Sklaven.
Aber es sind gar nicht so viele Schwertkämpfer, wie ich gehofft habe. Hier kommen noch welche. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie bei Herr der Ringe. So Schlacht von Helms Klamm und so. Muss einfach nur den Gegner Aufsichtszone für dich bauen lassen. Stimmt, das wurde ja schon, hat ja schon mal jemand gesagt, das geht auf dieser Karte ja auch. Juhu! Ja, du hast vergessen, einen Turm zu besetzen. Das stimmt. Das hast du in der Tat. Hey, immerhin unterhalb von 5,5 Stunden. Gut, ein Reload musste sein, aber ich glaube, damit haben wir nur 3 Minuten verloren. Wie einfach die Map aussieht jetzt. Okay. Gut, das war nur durch die Färbung. So, passt auf. Ich mache einmal kurze Pinkelpause und dann gucken wir uns das Skript an. Alles klar, wir enden mit einem Fatal Error. Das geht natürlich nicht. So, ich hoffe, ihr habt euch benommen im Chat. Imagine, Leute fangen Speedruns auf der Karte an. Hätte was. Könnte ich mir sogar fast vorstellen. Nee, das ist die Trojaner-Kampfmusik. Du kannst ja auch die Hauptmenümusik umstellen in der Soundtracks.config. So, jetzt muss ich kurz gucken. Kann ich per OBS, das Ding ist, ich glaube, das wird schwierig, weil ich glaube, ihr werdet entweder nur den Map-Editor oder den Lua-Editor sehen können. Und natürlich ohne Musik noch dazu. Lua-Edit. Habe ich letztens nicht sogar schon die Szene gelöscht? Nee, S4-Editor, da ist sie noch. Okay, der hat den falschen... Ja. Das sieht korrekt aus. Und man sieht... Auch das hier, oder? Ja, das ist nur in einer festen Position, weil es nochmal eine separate Quelle ist. So, schauen wir doch mal. Oh, den Code muss ich mir eigentlich wahrscheinlich in Lua-Edit angucken. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Hier ist eine Insel, die nichts macht. Irgendwas, was ich vorhin nicht gesehen habe, was vielleicht interessant wäre. Ja, wie gesagt, das hier mit... Sind das die Spawnpunkte?
Sind das die Spawnpunkte für die Spezialeinheiten hier? So, dann schauen wir uns doch mal das Skript an. Kriege ich das größer? Warte, ich muss das irgendwie größer machen. Nee, warte. Nein, SC-Editor, so rum. So, und ich möchte den Lua-Editor, den kann ich ein bisschen größer ziehen. So. Dark-Temple-Koordinaten. Okay, jede Menge Koordinaten, Dings, jede Menge Konstanten, die ich jetzt nicht mal eben. Timer 69. ja, ich ziehe mir den auch mal größer. Ihr seht das nicht, weil, wie gesagt, das ist eine separate Quelle. So, Search. Was? Was macht Build 2? Buildings Marketplace. Und ich sehe, hier soll Mushroom Farm 2. Also, was sollte da passieren? Ah, okay, Reveal hätte ich auch noch machen können. Oder ist das deaktiviert? Hatte ich als Test eingebaut. Ja gut, das sind schon mal ein paar Zeichen, die raus können dann später. Wenn du das nicht als, ja gut, ich sehe halt nicht, wie du das sinnvoll als Mechanik integrieren willst. Wie gesagt, weil halt das, weil halt alles auf einen Tempel am Ende läuft. Also wie gesagt, eigentlich muss es so laufen, dass du halt am Anfang irgendwie, dass du halt eine Festung hast, wo du die, die Soldaten spawnst und einen Tempel, wo halt nur die Kugeln reingeliefert werden. Reveal ist, glaube ich, deaktiviert. Können wir mal kurz testen. Ich sollte vielleicht auch die Szene wechseln. Ja, Spiel. Jetzt lade ewig die Liste. Komm, so lang ist die nicht. Also doch, ist sie, aber ich weiß nicht, was ich rausnehmen soll, weil wenn ich eine Karte brauche, möchte ich die halt auch nicht erstmal noch ewig suchen müssen. So, da, boom, boom, boom. Einmal skippen. Hallo? Kann es sein, dass der... Okay, der Radius ist ein bisschen... Den Radius können wir vielleicht ein bisschen größer machen. Okay, nee, da passiert nichts. Okay, ich lasse das mal an, dass halt ein bisschen Musik läuft. Ich sehe gerade, kann man das Fenster überhaupt komplett sehen? Weil es eigentlich egal, weil der Text geht normalerweise nicht so weit. Wo ist es? SV-Editor, da. Aber es ist auf die Weise. So, Testfang 3. No Musik. Wieso ist keine Musik? Ach so, weil die nicht... Ja, weil es nicht im Vordergrund ist. Schade, funktioniert also nicht. Hier, die 10.000 Mana am Anfang. Das ist zum Beispiel auch was, das muss... Das kostet dich auch Zeichen. Und Zahl 5? Was?
Also du hast hier noch Testfunktionen drin. Dann hast du hier noch die aktivierte Funktion drin aus Dark Mirror, die nicht drin sein müssen. Vielleicht, wie gesagt, eine Mixed Loop wäre, glaube ich, was. Wo man da vielleicht gucken muss, wie man das am geschicktesten macht. Das wüsste ich jetzt auf die Schnelle nicht. So, dunkler Gärtner. Hier, du hast, ihr sind doch so, also erzähl mir nicht, dass du keinen Platz in dem Skript hast. Ich kann das mal kurz in Lua Edit. Wabbis. Da. Das seht ihr jetzt natürlich auch nicht. Ich sehe jetzt gerade nur, wie viele Lines das sind, aber nicht, wie viele Characters es sind. Syntax ist schon mal in Ordnung, aber gut, sonst hätte es auch nicht funktioniert. Ich räume erst auf, wenn alles andere nicht mehr geht. Ja, aber da beschwer dich doch nicht, dass es zu lang ist. Als ob das in Lua Edit keine Funktion gibt, die mir sagt, wie viele Characters es insgesamt sind. Okay, gucken wir doch nochmal, was wir hier noch haben. Wie gesagt, so eine Loop, ausgeglichene Produktion wäre, finde ich, ganz sinnvoll. Ein Ausstieg, dann hast du hier Cheat, Cheat 2, Cheat 3, Copter. Wie gesagt, die Copter. Wie gesagt, gib mir nicht sechs Koordinaten, die festgelegt sind, aber nicht mehr irgendwo hinführen. Selbst wenn sie mich irgendwo hinführen, dann impliziert das, dass ich halt nicht mehr selber suche, finde ich. Gib mir ein Set an Koordinaten, das ich selber festlegen darf. Mehr brauche ich nicht. Liegt die Waypoint schon hin, das will ich hoffen. Mushroom Farm. Gut, das ist ja, war jetzt nicht so besonders. Sondern das ist halt ihr ganz hier mit den Manakoptern. Wie gesagt, das mit den Spellcasts ist auch nicht so schwer. Zumindest wenn es über Mana laufen soll. Wenn es über Dings laufen soll, über die Kills, das muss ich gleich mal gucken, ob es wirklich bei Statistics. Ich weiß, dass die Anzahl der zerstörten Pilzfarmen ausgelesen werden kann, weil Dark 2 benutzt das, um was zu triggern. Was sagt Muffin Marios schlaue Seite dazu? Da. Script API. Oh, Statistics. Statistics. Buildings captured, goods produced, land owned by player, units destroyed. Das ist das, was wir wahrscheinlich haben wollen. Nicht das so. Ja. Aber hier steht, hier ist leider Lorem Ipsum. Muss man gucken. Kriegt man das mal gerade irgendwie getestet? Schau mal gerade irgendwie in einem Test-Map. Aber das Ding ist, ich kann nicht zwei Maps gleichzeitig öffnen, das ist das Problem. Gehen wir nochmal kurz das hier durch und dann probieren wir gleich mal ein bisschen rum.
Gut, das ist halt hier für die Warriors Lib. Da kann man, also ich glaube, bei den Warriors Lib, da kann man wahrscheinlich auch viel optimieren, dass du halt nicht jedes Mal jeden Befehl einzeln schreiben musst. Priesterwellen. Wie viele Priester waren pro Gruppe dabei? Es waren zwei. Dann muss ich sagen, macht es einen Unterschied, ob auf leicht oder normal, mit der Anzahl der Priester, die gebraucht werden, um den Tempel zu zerstören? Je nach Schwierigkeitsgrad. Aber wenn es auf normal 14 waren, dann müssten, finde ich, entweder es. Ja, selbst wenn es drei Priester pro Welle wären, wenn die alle durchkommen, würde dein Tempel immer noch nicht zerstört. Also man müsste es schon irgendwie so machen, dass wenn alle durchkommen, muss der Tempel kaputt sein, weil sonst wirst du nicht verlieren. Würde ich behaupten. Rucksack, Katapultisten, Axt, Kämpfer. Spell Terrain? Moment, was macht der hier? Ach so, das ist das, dass der dich killt, verstehe. Spawn der Priester noch. Ich hab doch gerade auf normal gespielt. Okay, da war, selbst wenn es da drei waren pro Welle, wären es vier Wellen gleichzeitig, wären 12 Priester. Okay, gut, dann ist das auch schon vorbei. Dann machen wir das hier mal wieder kleiner. Weil so viel Platz brauchen wir nicht dafür. Ja, mal kurz irgendeine Testmap. So, Moment. Debug. STM und dann haben wir. Ich nehme mal stark an, dass es hier nur einen Parameter gibt. Und zwar wahrscheinlich die Spielernummer. So, dann haben wir Function Register Functions. Ja, ich weiß gerade beim besten Willen nicht mehr, wie das ging. Ich weiß gerade beim besten Willen nicht mehr den Befehl. New Game. Rackfunk, okay, und dann war das in Klammer. Dann haben wir hier einmal Request Event.
List kills events 5 ticks. Man sieht nur sehr schlecht, was du schreibst. Ja, das kann ich jetzt aber nicht groß ändern. So. Wir brauchen einen Var-Safe. Zero, so. Nein, wir machen den auf 1. If game time war save 1, dann machen wir das den gleichen Spaß nochmal und machen war save 1 gleich war save 1 plus 1. Das bevor. Also ich will gerade gucken, ob das funktioniert, dass ich die Kills, dass die ausgelesen werden können. Weil dann brauchst du im Prinzip nur eine Variable, also ein Var-Safe bräuchtest du für die Anzahl der verbrauchten Kills sozusagen, also die du vielleicht für ein Upgrade ausgegeben hast. Und müsstest die dann immer nur von dieser Zahl, die du aus dem Spiel auslesen kannst, halt abziehen. So, einmal kurz das hier. Nein. So, pass auf, wir machen einmal kurz. Account Test. Setzen das Skript. Die Gefahr, dass das jetzt komplett nicht funktioniert. So, wir brauchen zwei Spieler. Ist egal, wenn beides Römer sind. Aber sie müssen unterschiedliche Teams haben. Boom. Hier. Dann wollen wir einmal kurz. Ach, ihr seht jetzt gar nicht das Menü vom Editor. Wir setzen mal ein paar Hauptmänner, 5 Stück. Und setzen ein paar Schwertis, noch ein paar mehr Schwertis. Und dann brauchen wir wieder hier. So. Müssen wir die ganze Scheiße hier durchscrollen? Bin schon vorbei. Achso, warte, der Exportpfad ist ja ein anderer. Da. 0. Wir weiß jetzt alle, dass ich nicht mal aus dem Ordner raus. Aber ich weiß nicht, welche Maps ich nicht mehr brauche. Und sei es nur, dass ich mal kurz was nachgucken will. So, jetzt müssten wir gleich hier eine 5 kommen. Wie Sie sehen Sie nichts. Wieso sehen wir nichts? Was ist hier geschehen? Machen wir einmal einen größer gleich drauf, dass der nicht versehentlich den Tick verpasst. Thank you.
Mit der Konsole schreibt man überhaupt mehrfach aufgeführt. Wie meinst du das? So, schauen wir nochmal. Es ist schon mal kein Syntaxfehler, aber sonst würde das komplette Skript nicht funktionieren. Er soll einmal soll er den Killcount angeben, wenn das Spiel startet, und einmal dann jede Minute. Aber irgendwas ist hier gerade nicht in Ordnung. Game.time. Das ist richtig. Game Time ist auch immer etwas unangenehm, es wird immer ganze Minuten lang ausgeführt. Im Moment soll er mir einfach nur basierend auf dass er einmal pro Minute soll das checken. Wieso funktioniert das nicht? Also, es ist ja nicht mal so, dass es nicht updatet. Er setzt es ja gar nicht. Also, er schreibt ja gar nichts. So, wir machen mal kurz ein paar Debug-Zeichen rein, dass wir vielleicht sehen, wo er abspringt. Wenn ich helfe mir das Skript nicht sehen. Moment. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann lasse ich auch gerne über das Skript gucken. Functions registered, also das funktioniert. Okay, da passiert gar nichts. Also irgendwie wird diese Funktion nicht richtig getriggert. List Kills, ich habe es richtig geschrieben. Ist das, das hier ist es, glaube ich, oder? Wahrscheinlich weil wegen der Variable, dass der da irgendwie, dass deshalb innerhalb der Funktion einen Fehler hatte. Gott verdammt, dieser Editor, ne? Ja, okay, das ist. Man erkennt übrigens immer noch nichts. Ja, ich kann jetzt nicht noch extra alles klein und groß ziehen. Ist ja nicht so, als würde ich regelmäßig das hier streamen. Aber ich glaube, ich hab's jetzt. Warum nicht?
Das hier ist falsch. Natürlich kann das nicht triggern, wenn der Variablenname nicht oben nicht korrekt ist. Es sind immer solche Sachen, über die man dann stolpert. Ich weiß, es ist für Visual Studio. Gibt's für Stellaris Mods gibt's extra so ein Add-on, dass du halt die ganzen Befehle, die halt vom Spiel sind, halt dann hast und auch autocompleten kannst und so. Wenn es das für Lua Edit gäbe, halt mit den ganzen Siedlerbefehlen, das wäre so hilfreich. Das würde schon mal die ganzen potenziellen Schreibfehler, die man machen kann, halt rausnehmen. Killcount Updated 5. Das funktioniert. Also, das könntest du theoretisch als zweite Währung nehmen für den Beförderungszauber oder sogar fürs Aufwerten. Man könnte es ja, ich mag ja diese Vorstellung, dass das dunkle Volk, so eine Schwarmintelligenz ist. Und dass, wenn es genug Kills hat, halt das komplette Schwarm einfach die Kampferfahrung hat, um halt einen Soldatentypen aufzuwerten. Weil das würde dich fürs Kämpfen wiederum belohnen und nicht einfach nur fürs Mana-Farmen. Oder vielleicht auch irgendwie eine Hybridlösung, dass er halt erst die Kills nimmt und den Rest unter Umständen damit Mana kompensiert. Das überlasse ich. Das sind aber dann Sachen, die überlasse ich dir, ob und wie du die machen willst. Was wir vielleicht nochmal versuchen können. Das muss ich mal ganz kurz reincoden. Ein dunkles Volk. Wir haben es mal mit der gleichen. Wobei, nee, es darf nicht die gleiche. Es darf nicht die gleiche Partei sein. Es muss Team 2 sein. Und dann sage ich. Convert. Wir machen mal kurz noch eine zweite Funktion. Die dann hat zur zweiten Minute mal kurz konvertiert. Function convert if game time, ich sag gleich 2, weil warte, wir müssen einen zweiten var save dafür machen, weil sonst macht er dauerhaft das. Then hydrieren. Jawohl. So, dann Magic Cast Spell. Boah, wenn ich jetzt noch gerade die Parameter dafür wüsste. Spielerfolg Zauber. Ich glaube. Genau, Soldier ist 6. So, das ist Spieler 3, Volk 3, Zauber Nummer 6. Und dann haben wir die Koordinaten, die sind 261, 241. Und wir machen mal kurz auch, dass der den Vars Save 2 dann auch verschiebt. Weil die alle gleich aussehen. Ist doch als Gegner, ja. Wenn wir so weit kommen, dass das Leute als Gegner wirklich einsetzen, dann findet man vielleicht auch dafür eine Lösung. Und ob es L2er oder L3er sind, ist dann im Einzelfall meiner Meinung nach auch jetzt nicht so wichtig. Mir geht es jetzt gerade wirklich einfach nur ums Prinzip, ob es geht. So, wir müssen das nochmal machen. Dann brauchen wir mal kurz ein paar
Soldaten, aber nicht zu viele. So, wenn wir mal kurz hier, dass wir die Vision behalten. Ich muss unter Umständen gleich einen Dings setzen, einen Punkt, dass ich weiß, wo das ist. Ich bin so blöd. Das war falsch. Ich habe Volk 3 gesetzt, aber ich will ja, dass der Zauber von Volk 1 ist. Von Volk 0, von den Römern. Römer sind Volk 0. So 241 und 261. Den schwärze ich mal kurz ein. Jetzt 261, 241, so rum war's. Boah, so einen Spot mal wiederfinden. So. Und dann brauchen wir einmal Volk Nummer 0. Skript setzen. Aber der Fix müsste drin sein. Den habe ich irgendwann mal in alle Balance Packs integriert. Im Moment ist ja sowieso nie die Frage, funktioniert es mit funktioniert es mit Convert, weil wie gesagt, mit Befördern müsste es gehen. Ich habe halt nur mit Convert noch nie getestet. Weil die Situation kommt halt nicht natürlich vor. Aber die Situation, dass Maya theoretisch eine verbündete dunkle Volk versucht, die Soldaten zu befördern, das kann halt theoretisch passieren. Aber das, was wir jetzt hier versuchen, passiert ja wirklich nur, wenn es geskriptet ist. Jawohl. Die wurden jetzt konvertiert. Und wenn wir jetzt hier angreifen, müssten sie... Okay. Sie stürzen ab, sobald sie angreifen. Das ist natürlich nicht gut. Warum ist der Fix nicht drin? Ich bin jetzt gerade wirklich verwirrt, weil das hatte ich drin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt muss ich kurz bei mir in den Overhaul reinschauen. Settler Values MP. So, Race Dark. Und dann brauche ich einmal Bowman 01. Dieser Fix ist nicht drin. Wieso ist der nicht drin? Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den mal irgendwann reingemacht habe. Pass auf. Wir reden jetzt hier gerade nur von Schwertkämpfern. Das heißt, ich modde das mal kurz selber rein. Ich gebe ihm mal nicht andere Stats. Dann muss ich das jetzt einmal ohne SU machen. So.
So, einmal kurz hier hinstellen. Ja, das funktioniert jetzt. Also, ich weiß nicht, wieso dieser Fix nicht drin ist. So, Killcount müsste jetzt, ja, der geht jetzt auf 10 hoch und das hat er nochmal jetzt converted. Ich weiß beim besten Willen nicht, wieso das nicht drin war. Da muss ich gleich mal Kevin fragen, was ist, ob der... Vielleicht habe ich auch nur in Erinnerung, dass er mich gefragt hat und ich es ihm schicken wollte und dann habe ich es nicht gemacht. Das ist durchaus eine Possibility. Aber ich meine eigentlich... Hätte ich das reingemacht. Ist es vielleicht bei Bugfixes drin? Aber dass ich es nur da reingemacht habe, das kann ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen. Nee, da sind bei Bugfixes ist nur die Building-Info drin. Default? Habe ich es hier reingetan? Also den Fix einzubauen ist kein Problem. Ob der HD-Patch eine Textur dafür hinkriegt, das halte ich im Moment noch für unwahrscheinlich, weil ich glaube, innerhalb der Gruppe kriegst du... Ich weiß nicht, ob da Grafikspace für geblockt ist vom Spiel. Race Dark. Ich hätte schwören können, dass das drin war. Aber ich sag mal so, wenn es um einzelne Soldaten geht, ist mir auch egal, wenn das halt im Stillstand dann, dann Dings sind, dann Strichmännchen, weil sobald sie sich bewegen, nee, hä? Ich hatte im Kopf, dass eigentlich, wenn sie sich bewegen, es auch schon normale Truppen sind. Dann ist es irgendwie Laufanimation. Naja, ich glaube, ich muss ein paar Gespräche führen und ein paar Sachen checken und ja. Ich danke fürs dabei sein und ich denke mal, wir sehen uns dann wahrscheinlich am Dienstag wieder, wahrscheinlich wieder mit theoretisch wäre Minecraft dran, aber ich müsste Dark Souls weitermachen. Mal schauen, ich muss mich dann noch entscheiden. Bis dahin. Beziehungsweise warte, ich muss noch dazu sagen, wahrscheinlich werde ich ich werde vielleicht diese Woche ein bisschen öfter streamen als sonst. Ich muss noch gucken, wann, zu welchen Tagen, weil auch noch andere Sachen erledigt werden müssen, aber ich muss ein bisschen Zeit aufholen, weil ich jetzt auch wieder zwei Wochen nicht gestreamt habe. Bis dahin.